Hallo Entdeckerfreunde, heute geht's um verschiedene Bodenarten. Ja, bei mir um die Ecke ist ein neues Baugebiet. Die Bagger sind am Baggern und mir ist aufgefallen, da gibt es ganz unterschiedliche Arten von Böden. Die habe ich mir mal angeschaut und Proben mitgenommen in Marmeladengläsern. Diese Proben habe ich dann ungefähr ein halbes Jahr getrocknet und jetzt habe ich die hier in meinem Studio und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an und gucken, wie die sich unterscheiden. Hier habe ich zum Beispiel die dunkelste Bodenart. Das ist der Boden, der ganz oben aufliegt. Da sind auch noch viele Pflanzenteile, so Hölzchen drin. Ich streue das mal hier auf den Teller. Und die erste Frage ist immer, wie riecht so ein Boden eigentlich? Das habt ihr vielleicht schon mal gemerkt. So Waldboden oder Gartenerde, alles was so ziemlich oben ist und feucht ist, das duftet sehr schön. Das hier riecht nach gar nichts. Warum? Weil der schon ein halbes Jahr getrocknet ist. Da ist also kein Bodenleben mehr drin. Ich möchte den erstmal ein bisschen zerkleinern und habe hier so einen dicken Granitblock. Da haue ich mal so ein bisschen auf dem Boden rum, dass die Bröckchen kaputt gehen. Und da sieht man schon sehr schön, da sind Ästchen, Steinchen, ein paar tote Insekten sehe ich hier noch. Was ich jetzt machen möchte, ist den Boden mal wieder anfeuchten und gucken, wie sich der dann verändert. Ich habe hier so eine schöne Spritzflasche mit Wasser und ich gebe mal ein bisschen Wasser hier auf meinen Boden. Und das Erste, was ich sehe, der nimmt das Wasser gar nicht so gut an. Da schwimmen die leichten Teilchen so ein bisschen oben auf. Sobald er feucht wird, wenn man ganz nah rangeht, riecht er schon wie feuchter Gartenboden. Das nächste, was ich hier gesammelt habe, das ist so gelblich. Ja, das sieht komplett anders aus. Sehr einheitlich, keine Ästchen drin, nichts mehr, was irgendwie nach Pflanzen aussieht. Ich glaube, dass das Lehm ist und das liegt auch weiter tiefer im Boden. Hier möchte ich mir auch anschauen, was passiert, wenn ich das feucht mache. Und hier sieht man sofort, das wird deutlich dunkler. Das ist eigentlich das, was man oft beobachtet, auch im Garten, dass nämlich, wenn Boden austrocknet, der heller wird. Und wenn er wieder feucht wird, wieder dunkel. Und dies riecht nicht mehr so nach Wald- oder Gartenboden, sondern, ja, kann ich gar nicht erklären. Müsst ihr selber ausprobieren. Die nächste Bodenprobe, auch was, was weiter oben aufliegt. Es ist deutlich dunkler, sind harte Brocken. Und auch hier sehe ich schon auf den ersten Blick ein paar Pflanzenreste. Ja, wie beim gelben Lehm ist auch dieser Boden deutlich dunkler geworden. Und auch der duftet jetzt ein bisschen mehr so typisch wie Ackerboden, nicht so wie Gartenerde. Die letzte Probe aus meinem Baugebiet. Da sind ganz viele Steinchen drin. Das sieht viel heller aus, grau. Einige fast weiße Bröckchen sind hier drin. Ich mache ihn mal nass. Und auch dann riecht er so ein bisschen wie eine Baustelle riecht, die noch feucht ist, so ein bisschen kalkig. Was ich mir jetzt anschauen möchte, ist, was passiert, wenn ich den Boden in ganz viel Wasser aufschlemme und dann wieder absitzen lasse. Deswegen habe ich die vorhin in die Marmeladengläser zurückgefüllt und fülle das Glas jetzt fast bis oben hin auf mit Wasser. Und da kann man schon mal beobachten, was passiert. Das ist nämlich bei jeder Probe wahrscheinlich anders. Bei dem ersten von der obersten Schicht, dem, der so nach Waldboden roch, sieht man, hier schwimmt ein guter Anteil der Probe. Und so langsam, sobald sich das dann vollsaugt mit Wasser, sinken einige Anteile nach unten. Ich mache das Glas zu und schüttel mal ganz dolle. Ups, und dann bekomme ich eine sehr dunkle Pampe, wo aber immer noch was oben schwimmt, hier so ein paar Teilchen drin rumwirbeln und sich ein Teil unten abgesetzt hat.
die zweite Bodenschicht, auch dieses dunkle Zeug. Ich fülle mit Wasser auf. Hier sehe ich, dass fast gar nichts mehr schwimmt, dass das alles fast schon unten sitzt und das Wasser natürlich mächtig trüb geworden ist. Kräftig schütteln. Jetzt kommt mein hellgelber Lehm. Schauen wir uns mal an, was der macht. Als letztes die Probe mit den Steinchen drin, die so hellgrau aussieht. Auch hier schwimmt fast nichts mehr drin. Und unten sieht das aus wie Sand, was hier schon liegt. Ich schüttel das auch nochmal auf. Hier hört man schon die Steine drin. Und ja. Ihr seht also, die Bodenarten sind sehr unterschiedlich. Und ich möchte jetzt nochmal schauen, wenn ich das über Nacht oder noch länger einfach so stehen lasse, das absetzen lasse, wie das dann aussieht. Das schaue ich mir mal in der Zeitrafferkamera an. Ja, ihr habt gesehen, die Bodentypen sind sehr unterschiedlich. Die setzen sich auch unterschiedlich schnell ab. Und die oberste Bodenschicht, dieses schwarze Zeug mit den leichten Anteilen, was auch am leckersten riecht, wenn es feucht ist, das ist die Vegetationsschicht, da wo die Pflanzen drin wachsen. Also Boden untersuchen ist ein spannendes Experiment, eigentlich auch schon im Kindergartenalter. Könnt ihr mal ausprobieren. Kann man sehr schön auch schon im Kindergarten machen. Ansonsten schaut nächsten Sonntag wieder zu. Nächsten Sonntag gibt es ein neues Experiment auf dem Entdeckerlab-Kanal. Und bis dahin sage ich Tschüss.